Die Mannschaft flüchtete und die Piraten kappten die Funkverbindung. Am Ende wurden sie alle in zwei Kabinen eingepfercht. Die Piraten haben uns gezwungen, an die somalische Küste zu steuern. Wir mussten in einer Bucht ankern. Und da lagen doch tatsächlich in einer Reihe schon vier andere gekaperte Schiffe. Wir mussten Journalisten anrufen. Die Piraten wollten damit den Druck auf unseren Chef erhöhen und auf alle, die vielleicht Lösegeld zahlen, auch unsere Familien. Wir hatten noch für 14 Tage Proviant an Bord. Nur für unsere Crew, nicht für somalische Piraten. Die Verhandlungen um ein Lösegeld verliefen zäh. Aber die Besatzung wusste darüber so gut wie nichts. Nach zwei Wochen wurde es in der Kombüse mit Wasser und Proviant knapp. Und die Piraten waren unberechenbar. Sie bekamen höchstens die Reste der Piraten. Keiner wusste, ob sie die nächsten Tage überleben. Piraten kannte ich nur vom Film. Mir war unklar, ob unser Chef das Schiff stürmen lässt oder verhandeln will. Am 11. September kamen sie wieder frei. Die Piraten hatten Lösegeld bekommen. Wir waren endlich frei. Aber jetzt begann das Schlimmste. Wir waren in einer entlegenen Ecke, allein in Piratengewässern.